Ja, das Thema maschinelles Lernen beschäftigt uns ja schon eine ganze Weile und immerhin hat ja auch die nationale Plattform Industrie 4.0 der Bundesregierung das Thema maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz zu einem Kernthema für die nächsten 10, 20 Jahre definiert. Und da finde ich es nur logisch, dass sich der Cluster ITS-OWL, der ja ein bisschen federführend und auch führend in der Industrie 4.0-Thematik sitzt, dass sich dieses Themas annimmt. Ich glaube auch, dass das deswegen besonders wichtig ist, weil wir ja davon reden, wie wir eigentlich bestimmtes Wissen, das wir heute in den Köpfen haben, Domänenwissen, applikatives Wissen, auf das wir auch als Lenze sehr, sehr stolz sind, in der Lage sein werden, ihn immer weiter zu geben. Die Problematik liegt ja darin, dass es immer mehr Wissen wird, dass wir auf immer weniger Leute übergeben müssen. Irgendwann geht die Rechnung nicht mehr auf und wir werden gar nicht umhinkommen, über maschinelle Verfahren auch dieses Thema zu besetzen. Und deswegen sehen wir das als Lenze auch deutlich weniger apokalyptisch als Stephen Hawking, der da ja das Ende der Menschheit damit verbunden hat, sondern als blanke Notwendigkeit, um den technischen Fortschritt weiter überhaupt beherrschen zu können. Es gibt jetzt in der Tat das Projekt, das einen sehr schönen Namen hat, das heißt nämlich ML4 Pro Squared, für maschinelles Lernen für die Produktion und deren Produkte, wo wir tatsächlich jetzt den Versuch starten, mit künstlicher Intelligenz bestimmte Schemata, Anomalien in einer Maschine zu erkennen. Warum machen wir das? Natürlich immer unter dem Aspekt, die Verfügbarkeit, die Qualität sowohl der Maschine als auch des produzierten Gutes über solche maschinellen Verfahren noch besser sicherzustellen, als wir das heute kennen. Dazu greifen wir auf Daten zurück, die in einer Maschine entstehen, und zwar so ziemlich allen Stellen, sowohl auf der Feldebene, in den Sensoren, in den Aktoren, auf der Prozessebene, in der Steuerung, und um diese Daten dann in allen möglichen Verfahren zu analysieren und eben festzustellen, welche davon sich für unsere Anwendung am besten eignen. Das sind dann eben Lernverfahren, frequenzbasierte Verfahren, hybride Verfahren, die wir auf diese Daten sozusagen loslassen, um festzustellen, wie wir am besten Anomalien erkennen. Das funktioniert in erster Näherung vereinfacht gesagt so: Sie trainieren die Maschine, ein neuronales Netzwerk in dieser Maschine, auf den Gutzustand. Also Sie lassen die Maschine laufen und sagen dem Netzwerk so, jetzt ist es gut. Und dann kann das Netzwerk nach einer bestimmten Lernphase, und die ist gar nicht so fürchterlich lang, Anomalien, also Abweichungen gegen diesen Gutzustand erkennen. Da kommt man, wie wir in diesem Projekt dann festgestellt haben, relativ schnell zu sehr guten Ergebnissen, so mit 80-85% Trefferquote. Und da beginnt dann aber auch die Herausforderung. Ich meine, alle Firmen, die wir hier am Tisch sitzen, sind sehr stolz darauf, dass wir eine sehr hohe Qualität unserer Produkte abliefern, was zu einer hochqualitativen Maschine führt. Wir reden also in unseren einzelnen Komponenten von Ausfallraten so im 0,%-Bereich. Wenn ich also einen Algorithmus entwickle, der 99% Trefferquote hat, das heißt 1% ist falsch, und ich habe nur eine Fehlerquote von 0,1%, heißt das logischerweise, dass nur einer von 10 Fehlern wirklich ein Fehler ist. Das heißt, wir müssen in der Realität zu einem Level von Trefferquote von Raten kommen, die extrem hoch sind. Deswegen ist das heute auch noch in erster Näherung ein Forschungsthema. Weil die Qualität, die Zuverlässigkeit dieser von Algorithmik auf den Level zu bekommen, den wir dann für einen realen Betrieb tatsächlich brauchen, plus natürlich die Statistik, die nachweist, dass das tatsächlich so ist. Das wird die erste Frage sein, die uns die Kunden stellen. Wie gut ist denn dein und wie zuverlässig ist eigentlich dein Algorithmus? Da stehen uns also durchaus einige Herausforderungen ins Haus. Deswegen lernen wir nicht nur maschinell, sondern wir lernen auch selber in diesen Projekten gemeinsam mit unseren Partnern und mit den Universitäten des Clusters.